So, willkommen zu einem weiteren TechView Podcast. Ein bisschen ungewöhnlich, eigentlich ist das eher ein Vlog. Aber ich hatte keine Zeit, um einen TechView Podcast zu machen und muss auch gleich schon wieder los. Deshalb die News in dieser Woche zusammengefasst, kurz in diesem Vlog-Format. Vielleicht gefällt das dem einen oder anderen auch etwas besser. Wird auch noch auf YouTube, glaube ich, landen. Weiß nicht, ob ich da vielleicht die Tonspur raushaue und dann auch als Audio rausgebe. Wahrscheinlich nicht, habe ich keine Zeit für. Was ist in dieser Woche passiert? Es gab viele interessante News. Unter anderem gibt es ein Problem, das aufgetaucht ist beim Google Play Service. Dort, ja, warum sollte ich ihn eigentlich benutzen? Nun ja, es gibt so gute Software wie KDE Connect zum Beispiel, die auf Google Play auch angeboten werden. Und dort gab es ein Problem mit dem KDE Connect Service, denn der ist aus dem Google Play Services rausgeflogen, aus dem Google Play Store rausgeflogen. Aus dem Grund, weil er eben auch KDE Connect, ihr kennt die coole Software, die es euch ermöglicht, auf dem Desktop die Benachrichtigung eures Smartphones zu sehen oder auch eben die Möglichkeit zu haben, auf dem Desktop SMS zu verschicken. Und das ist das Problem. Google mag das nicht, wenn andere Anwendungen als ihre eigenen eben auch SMS verschicken können oder einsehen können. Aus dem Grund ist halt eben KDE Connect rausgeflogen. Das wurde eigentlich auch schon lange angekündigt, wurde aber auch vom KDE-Projekt bzw. von den Entwicklern von KDE Connect auch bereits schon lange einen Antrag gestellt bei Google. Ja, wir wollen das irgendwie erlauben, dass das nicht rausfliegt. Und trotzdem ist es dann jetzt in der letzten Woche passiert, dass es rausgeflogen ist. Und ja, das hat halt dazu geführt, dass erst einmal ein bisschen was Chaos herrschte und dann dazu geführt, dass dann ein Reupload stattgefunden hat von KDE Connect in den Google Play Store ohne SMS-Funktion. Das heißt, ja, die Leute, die irgendwie SMS-Funktion nutzen wollten, mussten auf einen alternativen Store ausweichen, zum Beispiel dem F-Droid. Das ist übrigens sowieso der Store, den ich allen ans Herz legen würde, die ein Android-Smartphone haben. Installiert euch F-Droid, dort kriegt ihr geprüfte Software, meistens Open Source, freie Software, dort kriegt ihr die gute Software ohne vollgespickten Adware-Kram oder irgendwelchen Trojanern und Würmern und was auch immer da noch drin steckt. Das ist wirklich gute Software, die ihr dort findet. Nicht alles wird dort gefunden, aber zum Beispiel KDE Connect kann davon installiert werden und das kann ich euch empfehlen. Dann gab es zum Ende der Woche noch eine Verbesserung. Es wurde jetzt tatsächlich von Google auch, nachdem das hochgekocht ist und in allen News rum um die Welt irgendwie gegangen ist, wurde tatsächlich von Google auch der SMS-Support in KDE Connect freigegeben und so konnte die alte Version von KDE Connect auch wieder im Google Play Store mit SMS-Support ja, hinzugefügt werden können. Das ging also relativ schnell, weil halt eben auch sehr, sehr viel Aufsehen darum gemacht worden ist. Und ansonsten KDE Connect, wer das noch nicht ausprobiert hat, eine super, super tolle Software. Falls ihr sowieso KDE Plasma-Nutzer seid, installiert es euch. Das ist wirklich, wirklich Gold wert, falls ihr ein Android-Smartphone habt. Aber auch auf einem Safe-Address-Smartphone habe ich zum Beispiel KDE Connect installiert. Und das nennt sich, hier gibt es zwei Versionen. Es gibt einmal das Original KDE Connect, was hier einfach für kompiliert worden ist. Es gibt aber auch eine nativere, beides native Version, aber eine nativere Version, die extra gecodet worden ist. Die nennt sich Selfish Connect. Ich finde sie gerade nicht. Aber sie verbindet sich ja auch mit eurem Desktop, kann dann eben vor allen Dingen die Möglichkeit, die Zwischenablage zu teilen, ist sehr nützlich, wenn ich hier beispielsweise auf meinem Smartphone einen Link habe und will das auf dem Smartphone nicht lesen, sondern auf dem Desktop lesen, kann ich ihn kopieren und dann hier einfach einfügen auf dem Desktop und dann lesen oder auch Unterstützung von Mediakontrolle, dass ich hier halt eben, auch wenn der Laptop irgendwo ein bisschen was weiter weg steht und ich mir einen Film gerade anschaue oder sowas oder Laptop am Fernseher angeschlossen ist bei mir, dass ich da einfach dann eine Fernsteuerung habe, da kann ich halt eben auch hier den Media Player mit fernsteuern. Und dank der supergeilen Plasma Browser Integration klappt das dann auch für den Chromium oder den Firefox Browser, dass ich da einfach Play und Pause machen kann für meine YouTube-Videos zum Beispiel. So, das also KDE Connect. Kommen wir mal weiter und kommen wir mal zu einer interessanten Geschichte, wie ich finde. Deep Learning bzw. KI in einer etwas anderen Form und Art und Weise. Machine Learning ist ja das, was unter KI heutzutage so verstanden wird, unter künstlicher Intelligenz. Und dort gab es was Interessantes, ein Projekt, das sich jemand ausgesucht hat im Star Trek-Universum, und zwar die Möglichkeit, mithilfe von KI alte Star Trek Deep Space Nine Folgen, die für 480p Auflösungen im normalen 4 zu 3 Fernsehformat gemacht worden sind, hochzuskalieren auf 4K oder eben 1080p. Und das mithilfe von eben Machine Learning,
durchzuführen. Das wurde anhand der DS9-Folgen gemacht. Es wurde 4K auch ausprobiert, aber dann schlussendlich hat man sich für Full HD entschieden. Und das zeigt so ein bisschen, dass so eine Machbarkeitsstudie, die wahrscheinlich auch die ja, Publisher so ein bisschen drängen soll, vielleicht so etwas auch zu machen. Das Ganze wurde nämlich mit dem künstlich-neuronalen Netzwerk von AI Gigapixel bewerkstelligt. Dort wurden einzelne Clips eben auf 1080p hochskaliert und das klappt relativ gut. Man kann sich das anschauen. Es gibt ein Vergleichsvideo zwischen der SD-Qualität, also der alten Fernsehqualität, und der hochskalierten HD-Qualität und es ist wirklich beeindruckend, gerade wenn man sich die Texturen der Gesichter oder der Hintergründe anschaut, wie auch immer scharf die dann werden tatsächlich. Und das Interessante an der Geschichte ist ja auch, dass DS9 in dem Fall, oder DS9 in dem Fall, also Deep Space Nine, in dem Fall digital vollständig gedreht worden ist. Das heißt, man hat nicht die Möglichkeit, von einem analogen Film einfach zu sagen, okay, wir scannen es nochmal ein und machen dann dadurch höher auflösende Bilder, sondern es ist eine rein digital aufgenommene Geschichte. Und man hat dann von dieser digital aufgenommenen Geschichte das Ganze mit Hilfe dieses AI-Gigapixel-neuronalen Netzwerkes dann hochskaliert. Mit eben Machine Learning. Und das sieht sehr, sehr beeindruckend aus, wie ich finde. Und das zeigt so ein bisschen, wo die Technologie auch hingeht, wo die Reise hingeht, was diese Geschichte angeht. Kann ich euch empfehlen, ihr könnt das Video, ich werde es natürlich unten alles verlinken, da könnt ihr euch das Ganze anschauen und dann mir euren Senf dazu geben. Kommen wir zu einer weiteren Geschichte, die so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, wo ich sagen würde, Pfeife der Woche. Also das passt unter diese Kategorie so ein bisschen, aber ich werde keine offiziellen Kategorien jetzt machen. Nokia hat nämlich ja einen kleinen Trojaner in ihren Smartphones entdeckt, beziehungsweise jemand anders hat das entdeckt. Bei der Aktivierung des Nokia 7 Plus wurden zum Beispiel dort Mobilfunknetzbetreiberdaten an China Mobile gesendet. Und ja, die finnische Datenschutzbehörde ist auch schon am Ermitteln, beziehungsweise erwägt, Ermittlungen aufzunehmen gegenüber Nokia, die halt eben dieses Nokia 7 Plus herausgegeben haben. Hintergrund der Geschichte ist wahrscheinlich, dass man halt eben einfach gesagt hat, wir nehmen die Treiber, wir nehmen die Software, die sowieso bei diesen China-Phones mitgeliefert werden und packen dann nur unsere UI drauf oder sowas. Und das hat halt dazu geführt, dass halt sowieso diese Überwachungssoftware, die da standardmäßig wahrscheinlich drin ist, mitgeliefert wurde. In dem Fall hat man es einfach übersehen, nicht gelöscht. Und so hat HMD Global, also Nokia, bei den Lieferungen des Modells Nokia 7 Plus dann halt eben auch diese Geräteaktivierungssoftware, die für den chinesischen Markt wahrscheinlich gedacht sind, auch bei anderen Ländern ausgeliefert. Und das ist halt eben das, was dazu führt, dass eben auch Daten weitergeleitet werden in ein Drittland. Und wenn ich mich nicht recht irre, hat das dann auch wahrscheinlich GDPR-Probleme, also General Data Protection Law, also DSVGO, 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 glaube ich, heißt es. DSVGO, ja. Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, DSGVO, so heißt es. Datenschutzgrundverordnungsprobleme, GDPR ist der englische Begriff dazu. Das heißt mit anderen Worten, na, es könnte noch ein Nachspiel für Nokia haben. Und wenn es eben das Nokia 7 Plus betrifft, kann es auch durchaus sein, wenn Sie das dort übersehen haben, dass es bei anderen Smartphones von Nokia ebenfalls der Fall ist. Das heißt, falls ihr so ein Smartphone habt, macht doch mal einen Wireshark, lasst das mal laufen und schaut mal, was da alles kontaktiert wird. Und ja, die Telefondaten werden natürlich dann übertragen an China Mobile, SIM-Kartennummer, Geräteidentifikationsnummer, also IMEI, Standort des Funkmastes, die MAC-Identifikationsnummer und WLAN wird da übermittelt. Und ja, das ist also ein Problem, würde ich mal behaupten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das bei anderen Smartphones, die aus China kommen, nicht genauso? Könnte durchaus der Fall sein. Ist aber nicht bei allen so und einige wurden ja schon untersucht. Und ich glaube, bei Huawei, ich habe jetzt hier so ein Honor 10, das ist ja die Schwestermarke von Huawei zum Beispiel, da ist so etwas noch nicht aufgefallen. Also da wurde auch explizit nachgeschaut. Aber trotzdem, insgesamt sollte man ein bisschen skeptisch sein und es macht vielleicht mal Sinn, wenn man ein neues Smartphone hat, auch mal zu schauen, was da für Daten wohin fließen. So, das zu der Geschichte, so ein bisschen die Pfeife der Woche. Kommen wir mal zu der anderen Pfeife, die so ein bisschen allgemeines Problem darstellt, was bestimmte Technologien angeht und deren Sicherheit. Ihr kennt ja das böse Wort IoT, Internet of Things. Da
klappen sich hier regelmäßig bei mir die Zehennägel nach oben, wenn ich das höre. Weil das ist so Internet of Shit, könnte man das auch nennen, weil es halt eben fast ungesichert ist und viele Hersteller da einfach ohne überhaupt nachzudenken und ohne die Konsequenzen zu beachten, dann einfach irgendeinen Blödsinn ausliefern. Und jetzt gibt es natürlich auch das Problem, auch immer mehr bei medizinischer Hardware, beispielsweise Defibrillatoren und Implantate, die man hat, die man wahrscheinlich braucht, für eben Herzschrittmacher und so weiter und so fort, sind offen für Hackerattentate oder Hackerattacken. Das heißt, die Teile können teilweise ja auch geupdatet werden, müssen geupdatet werden über Over the Air, halt wie bei euer Smartphone. Im Grunde genommen, es wird keine WLAN-Verbindung sein, ihr müsst schon in der Nähe irgendwie sein. Aber trotzdem ist es halt so, dass die regelmäßig auch geupdatet werden können. Und es gibt einige Sicherheitslücken, die dort existieren, die als kritisch gelten, die im schlimmsten Fall eben Angreifer dazu in die Lage versetzen, die Geräte so manipulieren zu können, dass sie auch im Ernstfall komplett versagen können, also überhaupt nicht funktionieren. Und ja, davon wird jetzt von der Cyber Security and Infrastructure Security Agency CISA in einem Beitrag gewarnt. Und trotz dieser kritischen Einstufung müssen mehrere Voraussetzungen für einen erfolgreichen Angriff dann doch gegeben sein. In einer Sicherheitswarnung versichert das Medtronic, dass es bislang noch keine bekannte Attacken mit dieser Lücke gegeben haben soll. Und in dieser Warnung listet der Hersteller aber auch dann die betroffenen Modelle auf. Das Problem an der Geschichte ist, und das ist das gleiche wie bei IoT, also beim Internet of Shit, könnte man auch sagen, unverschlüsselt und ohne Anmeldung können da einfach Daten auch hochgeladen werden und Einstellungen getätigt werden. Man muss halt nur in die Funkreichweite eines Patienten kommen und hat dann die Möglichkeit, wenn es halt ein verwundbares Implantat ist, dann die Kommunikation zwischen dem Defibrillator und der Kontrollstation, die eventuell existiert, ohne Authentifikation dann mitzulauschen oder dann auch das Protokoll dann rauszufinden und dann halt einfach da einfach die Verbindung dann sich einklinken in die Verbindung und dann einfach eigene Befehle reinschicken. Das ist halt möglich. Medtronic zufolge müsste ein Angreifer dafür aber über detailliertes Wissen des jeweiligen Implantatmodells verfügen und natürlich dann auch genügend Daten eventuell sammeln, um das Protokoll zu verstehen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und außerdem sollen die Funkverbindungen bei den Defibrillatoren nicht dauerhaft aktiv sein, sondern halt nur, wenn halt so ein Update passieren soll. Also da muss man irgendwie das Ganze aktivieren, damit die Funkverbindung funktioniert. Und das halt sei nur bei Arztpraxen möglich. Also Ärzte haben dafür extra Geräte, die eben die Möglichkeit haben, das zu aktivieren. Updates gibt es noch leider nicht. Das heißt, falls ihr sowas habt oder falls ihr jemanden kennt, der sowas habt, Achtung, Obacht, wo ihr euch bewegt, wo ihr euch befindet. Kann dann durchaus sein, dass, falls ihr dann auch Feinde habt oder sowas, weil das ist ja auch wieder eine Geschichte und wird wahrscheinlich kein Proof of Concept sein, den einer da versuchen wird, jemanden umzubringen mit. Aber das ist schon beängstigend und erschreckend, würde ich mal behaupten, dass da so wenig in Sicherheit investiert wird. Gerade bei den Sachen, wo es sehr, sehr wichtig ist, wo es um Leben und Tod geht, sollte man doch mal ein bisschen was in Sicherheit investieren. Wenn ich überlege, wie viele Checklisten die Piloten beim Abflug oder sowas ausfüllen müssen, weil es ja um Sicherheit der Menschen geht, und dann pflanzt man etwas ein, was für Sicherheit sorgen soll, was fürs Leben sorgen soll und was ja noch näher am Körper dran ist, was noch mehr Hürden haben sollten in Sachen Sicherheit, und dann wird da überhaupt nicht drauf geachtet. Das ist eigentlich für mich komplett unverständlich. Nun ja, beschäftigen wir uns mal mit etwas Besserem, etwas Lustigerem, etwas Schönerem, Spiele. In unserem Leben ist Spielen immer eine interessante und wichtige Sache, und das hat jetzt auch Google erkannt, nachdem sie halt eben den Google Play Services hatten, die ja auch irgendwie was mit Spielen zu tun hat, aber sie haben auch Google Games oder wie es heißt, Google Play Games, irgendwie sowas, haben sie sich jetzt auch gedacht, wir wollen eine Konkurrenz zu Steam und PlayStation und Xbox und Nintendo treten und haben jetzt ein neues Projekt vorgestellt, das nennt sich Stadia oder Stadia. Und das ist so eine Art Projekt, was vor ein paar Jahrzehnten schon sich Leute ausgedacht haben, aber dann gesagt haben, das geht einfach technisch nicht. Und jetzt wollen sie es möglich machen. Und es war auch vor ein paar Jahren auch schon mal im Test versucht, würde ich mal sagen, oder einige haben es dann auch schon mal versucht, erfolgreich auch geschafft. Es ist nämlich das Streamen übers Internet. Spiele werden nicht mehr lokal auf dem Rechner gespielt, sondern wie jedes andere Zeugs Medium wird das jetzt übers Internet gestreamt. Das heißt mit anderen Worten, ihr könnt ein Smartphone nehmen, was
überhaupt keine Power hat, keine Grafikpower habt. Ihr könnt so einen Laptop nehmen, wie ich es hier habe, mit dem Intel-Prozessor und der Intel-Grafik integrierten, wo ja im Grunde genommen die High-End-Class-Spiele in hoher Auflösung gar nicht laufen und könnt dann trotzdem Spiele zocken, weil gerendert wird eben auf einer Rechnerfarm von Google. Die rendert das und schickt dann die Bilder mit Hilfe von neuen Streaming-Technologien. Ihr braucht natürlich auch schnelle Leitungen und das ist das, wo ich sage, ja, das ist ein Knackpunkt. Das könnte vielleicht in einigen Regionen dieser Welt gut funktionieren, was sich da Google vorgestellt hat mit Stadia, dass man halt eben Assassin's Creed, Odyssey in der höchsten Grafik lauffähig laufen lassen kann auf einem 10 Jahre alten Laptop, weil das einfach über Streaming-Plattformen läuft und man dann zocken kann. Die Controller, die man verkauft, es soll extra Controller geben, aber man soll auch normale Controller verwenden können, sollen dann nicht mit dem PC verbunden sein, sondern über Netzwerk verbunden, direkt mit der Gaming-Station, die dann das Spiel rendert. Dadurch soll die Eingabe sehr gut funktionieren, ohne großartige Probleme. Ob das wirklich funktionieren wird, das werden wir schauen. Es sieht alles sehr, sehr beeindruckend aus. Ich weiß gar nicht, ist in dem Artikel auch ein Video dran gehangen. Es gibt auf jeden Fall auch ein Video von Stadia. Ihr könnt da mal auf YouTube suchen und euch das Ganze anschauen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was sie sich da gedacht haben. 4K-Auflösungen, 60 Bilder pro Sekunde mindestens, glaube ich, oder sowas. Es soll da drin sein. Und sogar 8K-Auflösungen sollen möglich sein, um Spiele zu übertragen. Also höchste Auflösungen werden da prognostiziert und das soll alles irgendwie gut funktionieren. Klingt alles beeindruckend und fantastisch. Aber ob es dann wirklich der Fall sein wird bei unseren Internetverbindungen, bei unserem Neuland, ich bin mir nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Da müssen wir mal schauen, ob das wirklich etwas Gutes wird. Aber es ist zumindest ziemlich interessant, dass Google das jetzt vorschlägt, das zu machen. Die Technologie, die dahinter steckt, soll auf Linux basieren. Das heißt, die Boxen, die das Rendern der Spiele übernehmen sollen, laufen mit Linux. Und die andere Technologie, die verwendet wird, ist Vulkan, also diese Grafikschnittstelle, die ja unter anderem auch für Linux jetzt rausgekommen ist. Die eben einem ermöglichen sollen, noch mehr und noch besser in Hardware rendern zu können, ohne so eine große Zwischenschicht zu haben wie OpenGL, soll halt eben Vulkan ziemlich schmale Zwischenschicht haben und der Rest des Rendering-Prozesses in das Spiel mit integriert. Das ist halt so die Geschichte hinter Vulkan nochmal kurz. Es soll eine ganze Reihe von Spielen funktionieren, Singleplayer-Spiele natürlich, die klassischen, aber auch Multiplayer-Spiele, Singleplayer-Spiele wie beispielsweise auch Blockbuster, God of War, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 und so weiter und so fort. Assassin's Creed Odyssey habe ich ja bereits schon angesprochen, sollen alles laufen, Fallout 76 und viele weitere Spiele sollen da auch noch laufen. Wie das denn jetzt tatsächlich aussehen wird, bleibt noch ein bisschen offen. Wir können also darauf gespannt sein. Google hat die Technologie jetzt schon vorgestellt. Ob sie dann wirklich auch umgesetzt wird und ob wir dann wirklich was sehen von der ganzen Geschichte, ja, wir werden mal schauen. Ob das dann auch hier in Deutschland ankommen wird mit unseren schwachen Internetleitungen, ja, wir werden gucken. Wir werden wirklich schauen, ob das wirklich was wird. Ich habe so ein bisschen meine Bedenken, was das Ganze angeht. Ja, was ihr von der ganzen Geschichte haltet zu Stadia und den restlichen Themen in dieser TechView Podcast Folge, in diesem TechView Podcast Vlog, könnt ihr alles unten drunter im Kommentarbereich posten. Das war's jetzt für diese TechView Podcast Folge dieser Woche. Ich hoffe, ich komme nächste Woche eventuell dazu, eine regelmäßige, reguläre Folge wieder aufzunehmen. Es ist alles zeitlich irgendwie schwierig geworden. Vielleicht wird es dann doch eher ein Vlog, weil die sind viel einfacher aufzunehmen. Es gibt weniger Vorbereitungszeit. Ich habe einfach hier in meinem Bildschirm, wo ich dann einfach das Internet euch vorlese und habe die Artikel vorher vielleicht einmal durchgelesen. Das war es dann auch schon. Ja, das war's für diesen Tag Vlog. Bis zum nächsten Mal. Ciao.